Ja, hallo zusammen. Ich bin heute wieder am Ammerseeufer unterwegs und mache zum Sonnenuntergang ein schönes Landschaftsbild. Und darum geht es hier in diesem Video. Stargast dieses Videos ist die Wurzel hier drüben. Die ist mir nämlich aufgefallen, als ich jetzt hier entlang gelaufen bin. Und die habe ich noch nie fotografiert und ich habe auch noch keine Fotos von dieser Wurzel da im Wasser gesehen. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie unter den Büschen rumkrabbeln, um das Foto zu machen, oder ich nähere mich einfach vom Wasser an. Also es wird ein unbequemes Foto, aber das nehme ich gern auf mich, weil es challenged mich. Ja? Herausforderungen mag ich, wenn es nicht ganz so easy geht. Ne? Da hole ich mir jetzt schon mal gerne auch nasse Füße. Badehose habe ich leider nicht dabei. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, reingehen zu müssen. Aber da habe ich jetzt Bock drauf. Das mache ich. Bleib dabei und schaut mir einfach über die Schulter. So, im ersten Schritt nähere ich mich mal mit meinem 14 mm Sony-Objektiv der Wurzel an und schau mal, was den Sinn macht, bevor ich jetzt hier überhaupt ein Stativ raushole. Wenn ich hier unter dem Busch oder unter dem Baum durchfotografiere, glaube ich fast, dass ich diese Äste mit dem Bild habe. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen geht es vielleicht auch auf 14 mm, wenn ich ganz nah rangehe. Mal schauen. Tief ist es nicht, das ist ganz gut. Also ich glaube, wenn ich von hier aus fotografiere auf 16 mm, habe ich hier noch keinen Busch drauf. Und so werde ich das Bild dann auch machen, schätze ich mal. Was ich hier jetzt mache, ist, ich achte darauf, dass ich hier schön Sonnensterne sehe. Ich fotografiere gerade mit einer 13er Blende. Und da die Sonne so schön tief steht, habe ich hier wunderschöne Sonnensterne oder Blendsterne. Wenn man gegen die Sonne fotografiert, ist klar, dass der Bereich sehr, sehr dunkel sein wird. Das ist klar. Den kann man vielleicht noch ein bisschen aufhellen. Mal schauen. Im Nachhinein, was ist das da hier? Oh, wenn ich den jetzt hier entferne, was ich jetzt auch mache, könnte das gleich eine andere Bildwirkung haben. Ich habe jetzt erstmal für meine Bildkomposition mitgenommen. Ich kann das Bild auch auf 16 mm machen, nicht nur auf 14 mm. 16 mm hat halt den Vorteil, dass ich meinen Filteradapter da drauf schrauben kann und eine Langzeitbelichtung auch anfertigen kann. Das möchte ich in dem Fall machen. Jetzt habt ihr mal die Bilder gesehen auf 14 mm, einfach frei aus der Hand. Und jetzt mache ich es mal mit Stativ. Jetzt überlege ich mir nur, wo ich die Kamera aufstelle, dass ihr irgendwas sehen könnt. Aber echt schwierig. Schnell Objektivwechsel. Das mache ich jetzt so, dass ich das schon mal freilege. Zack, zack, halte die Kamera nach unten. Dann kommt da möglichst wenig Staub auf meinen Sensor. Möglichst. Vermeiden tue ich es eigentlich nie. Okay, im nächsten Schritt packe ich jetzt auch gleich schon mal meinen ND-Filter auf die Kamera. Und, da sind Fingerabdrücke drauf, auf dem Polfilter. Doof, ne? Deswegen ist so ein Tuch echt wichtig, immer dabei zu haben. Okay. Gut. In dem Fall probiere ich es jetzt mal mit dem 1,8er und werde hier auch noch den Verlaufsfilter gleich mit drauf bauen. Den habe ich hier. So. Darf ich hier nur nicht umfallen? Jetzt müssen wir mal schauen, wie tief ich mit meiner Kamera gehen kann. Also ich teile jetzt einfach mal so meine Gedanken mit euch. Ich überlege mir gerade, ob ich die Wurzel ins linke Drittel hier packen soll.
Oder soll ich sie einfach mal direkt mittig nehmen? Wäre auch vorstellbar. Aber was ich jetzt als erstes mal mache, bevor ich mit der Bildkomposition anfange, ich stelle das Ding scharf. Und dafür gehe ich in meinen manuellen Fokusmodus und mit meiner C2-Taste fokussiere ich hier die Spitze, sagen wir mal, an von den Ästen da, von den Blättern. Und ich würde sagen, so habe ich jetzt die Schärfe auch schön erwischt. Zeigt mir 2 Meter an. Okay, sehr schön. Okay, jetzt muss ich tatsächlich ein paar Testfotos auch erstmal machen und muss mit der Kamera noch ein gutes Stück nach unten gehen. Dann gehe ich hier mal auf die 4. Ich habe hier so Markierungen an den Beinen. Das hilft mir jetzt in dem Fall. Gehe ich mal bei beiden auf die 4. Hier. Hier vorne auch auf die 4. 1, 2, 3, 4. Genau, und das mache ich deswegen, dass ich eben diese Blendsterne auch mit schön drauf bekomme. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus. Cool, sehr gut. Okay, im nächsten Schritt kann ich jetzt hier auch noch an dem Rädchen vom Polfilter drehen. Der nimmt mir so minimal die Spiegelung aus dem Wasser. Eigentlich hat er kaum eine Funktion, weil ich ja gegen die Sonne fotografiere, aber ein kleines bisschen hilft er mir trotzdem. Okay, also der Vordergrund sieht gut aus, aber der obere Bereich ist leider echt überbelichtet. Also waren 5 Sekunden zu lang. Dann schließe ich vielleicht die Blende tatsächlich nochmal auf eine 13er Blende. Stelle jetzt hier noch die Auslöseverzögerung kurz ein. Mach das Bild so. Manuellen Modus auf ISO 100, 13er Blende und 5 Sekunden. Schön. Ja, es ist ganz schön, wie so die Sonnenstrahlen durch diese Äste einfach sich so durchschlängeln. Sieht ganz gut aus. Das gefällt mir. So, jetzt mal eine andere Perspektive wählen. Vielleicht die hier. Jetzt hier auch mal zum Beispiel auf eine 14er Blende mit ca. 8 Sekunden Belichtungszeit wird das Wasser halt noch mal ein bisschen glatter, ne? Glatter. Ja. Jetzt habe ich meinen Kamerastandpunkt ein bisschen verändert. Da muss ich jetzt natürlich auch wieder am Polfilter nachdrehen, dass die Spiegelung rauskommt. Es ist wirklich winkelabhängig. Der Sonnenuntergang schreitet jetzt massiv schnell voran. Wir haben echt schönen blauen Himmel. Wenn die Sonne schauen sollte, halt nicht. Sehe ich nichts mehr. Und ich bin hier immer noch auf einer 14er Blende, weil ich finde es einfach ganz geil gerade so. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich noch ein paar Minütchen warten, damit die Sonne noch tiefer steht. Und die Zeit nutze ich jetzt einfach, um hier nochmal nach einer neuen Bildkomposition zu suchen. Also laufe ich jetzt hier wirklich mit der Kamera mal um den Stamm wieder herum. Oh Leute, aus so einer niedrigen Position, wow, das schaut gut aus. Das muss ich so umsetzen. Da muss ich jetzt tatsächlich nur hoffen, dass das Stativ auch nicht umfällt, ja, dass es stehen bleibt. Hierfür ist echt wichtig, dass die Kamera festgeknüppelt ist. Und schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt mal ganz runter gehe. Stativ ist wassererprobt, auch Ibiza Meer erprobt. So. Ja, jetzt hat das Bild schon mal eine ganz andere Wirkung jetzt für mich. Die Wurzel sieht irgendwie mächtiger, größer aus. Ja, gefällt mir echt ganz gut.
So, jetzt kann ich hier schon gute 10 Sekunden auf eine 14er Blende belichten. Und jetzt nehme ich mal auch bewusst die Wurzel in die Mitte des Bildes, um mal zu schauen, was für eine Bildwirkung hat das Bild. Kann bestimmt auch was, weil eben diese Blendsterne so schön über der Wurzel erscheinen. Tut mir echt leid, dass ihr mich heute nur gebückt seht, aber es ist halt so, wie es ist. Boah. Bild kann was, das ist ein Bam-Foto. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut, es ist genau mittig. Naja, so 10 Sekunden, 14er Blende, ISO 100, ist hier für eine Top-Einstellung. Obwohl mein Motiv genau in der Mitte ist, macht es für mich irgendwie Sinn. Da gibt es keine Regeln, es muss einem einfach gefallen. Und das tut es gerade enorm. Ja, und jetzt nur mal so als Beispiel. Wenn ich aus der Kameraposition hier fotografiere, macht es eigentlich für mich keinen Sinn. Ich mache das Foto jetzt mal trotzdem für euch, weil sich dann die Wurzel hier einfach nicht von dem Ufer genug abhebt. Ich will die am liebsten freistehend haben, weil nur dann wirkt sie. Ja? Dann kommt die gut. Auch wenn ich gegen die Sonne fotografiere. So, jetzt warte ich hier tatsächlich noch mal 10 Minuten ab und mache dann noch ein, zwei Fotos. So habe ich heute vielleicht 5, 6 Bilder gemacht und habe mich auf einen Spot einfach mal beschränkt. Und das ist auch gut so, mehr braucht es heute nicht. Jetzt genieße ich den Sonnenuntergang noch ein bisschen hier mit schön Ruhe und Stimmung am Wasser. Schon schön hier, echt cool. Ich vertraue meinem Stativ, steht safe. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn ein größeres Boot, ein Dampfer vorbeikommt, dann gibt es hier richtig Wellen, dann sollte man am Start sein. Aber ich habe jetzt die Kamera hier mit Stativ auch gute 10 Minuten jetzt hier im Wasser stehen lassen. Ein Vorteil hat es auf jeden Fall, wenn die Sonne jetzt gleich ganz untergeht. Ich kann hier noch ein bisschen was von der Struktur auch einfangen von der Wurzel. Dann ist das Gegenlicht einfach nicht mehr so extrem. Jetzt muss ich mir aber schicken, in 2, 3 Minuten ist die Sonne weg. Jetzt mache ich das Bild nochmal schnell. Einfach schön hier. Sehr, sehr geil. So, das war's jetzt hier gleich mit dem Sonnenuntergang. Die ist jetzt gleich verschwunden hinter dem Berg, hinter dem Ufer da. Jetzt gehe ich mit meinem Bild gleich nach Hause. Obwohl, ich könnte ja noch abwarten auf das Abendrot. Könnte ich auch noch machen. Wow, göttlich. Super nice. Ich schaue es mir nochmal an, ob es wirklich scharf ist. Ja, es ist scharf, es ist gut. Das kriege ich nicht besser hin. Ich finde, die Spannung ist immer so cool. Obwohl, ich weiß ja, dass es was wird. What? Der Vorteil nach dem Sonnenuntergang ist halt echt, dass die Sonne von unten die Wolke so richtig schön rötlich anleuchtet. Und das möchte ich jetzt noch ganz kurz abwarten und auch noch mitnehmen, weil es einfach schön ist, an einem Spot noch länger zu bleiben, als vielleicht manche andere, die nach dem gemachten Bild einfach reinpacken. Ich hoffe halt dann noch irgendwie auf schöne Wolken und Konturen, vor allem in Wolken, in den Himmel. Das wird ganz gut, glaube ich. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen Spaß gemacht. Schöne Grüße vom Ammersee, von mir, vom Sigi. Bis zum nächsten Video. Und ich freue mich immer über einen Daumen nach oben oder einen lieben Kommentar. Bye, bye.